Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier bei unseren Superhelden. Ich würde sagen, wir machen gleich mal ein bisschen Action hier in den Story-Modus und gucken, ob wir bei dem 6. hier bei den Geheimnissen irgendwie was reißen können. Also wie gesagt, ich bin gespannt, was wir hier so machen können. Vision werden wir erstmal wieder austauschen, würde ich sagen. Wir ihn erstmal auf Team bearbeiten und nehmen dann, wen wollen wir mitnehmen? Wollen wir Reno mal mit ins Boot nehmen oder wollen wir uns dann doch für einen ganz anderen entscheiden? Also wie gesagt, ich weiß es selbst nicht. Ich würde fast sagen, Hawkeye wäre natürlich eine Option. Aber ich würde sagen, wir nehmen einfach mal unseren Reno mit und probieren das so einfach mal aus. Ich bin gespannt, gucken, was wir reißen können. Wir starten die Mission und legen hier auch erstmal los. So, wo geht's los? Welcher Gegner wartet hier auf uns? Okay, Captain Marvel. So, ich weiß natürlich nicht, mit wem ich hier angreifen soll. Sagen wir es einfach mal so, aber ich würde fast sagen, wir probieren es einfach mal mit Reno aus und checken einfach mal ab, was der hier zu sagen hat, ob er es schafft oder nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, keine Peilung, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an, lassen uns hier überraschen und gucken, ob wir Captain Marvel irgendwie, naja, besiegen können. So, die Koma-Kelle kommt auch gleich nochmal hinterher und dann würde ich sagen, sieht's eigentlich ja nicht so verkehrt aus bei uns. Klar, der Gegner hat auch noch ein Special, den macht er auch gleich mal. Aber gut, okay, ich glaube trotzdem, dass es sehr gut bei uns aussieht. Oh, noch eine Koma-Kelle und noch eine, gleich noch mal eine hinterher. Und dann, oh naja, gut, okay. So, dann teilen wir auf jeden Fall erstmal nochmal aus. So, K.O., sehr schön. Auf jeden Fall war ein fetter Fight. Ich glaube auch, wir haben uns ganz gut verkauft, haben nicht allzu viele Schläge eingesteckt, haben ein paar ausgeteilt. Müssen wir mal gucken. 41 zu 7, ich denke. Das ist erstmal relativ okay für uns. So, dann gehen wir auch erstmal in den nächsten Kampf. Ich weiß natürlich noch nicht, wo soll ich lang gehen, aber ich würde fast sagen, wir gehen da lang, weil Reno ist natürlich hier, hat so ein Symbol. Aus dem Grund wäre natürlich sinnvoll, da lang zu gehen. Ich weiß nicht, sind hier noch irgendwelche Symbole? Nö, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal hier lang, checken das erstmal ab, gucken hier erstmal, wie es weitergeht. Also wie gesagt, ich bin gespannt, wir gehen hier, wie gesagt, links lang und gucken, was wir hier vom Gegner bekommen. Dann gehen wir hier rechts lang und checken hier auf jeden Fall den nächsten Gegner. So, ich denke, das kriegen wir auf alle Fälle hin. Ich weiß natürlich noch nicht so genau mit wem. Wir hätten natürlich mit Reno auch eine eigentliche Chance. Ich würde sagen, wir probieren es einfach aus. Ja, ich denke, das ist ja nicht so verkehrt. Klar, Lebenspunkte technisch sieht es nicht so pralle aus, aber ich denke, Reno können wir sonst nicht mehr wirklich irgendwo einsetzen. Von daher denke ich schon, dass wir das jetzt hier einfach mal probieren sollten und gucken sollten, was hier am Ende bei rauskommt. Klar, das kommt immer darauf an, wie der Gegner agiert und ich glaube, der fängt schon mal ganz gut an, aber naja, mal gucken. So, sehr schön. Dann kriege ich da gleich nochmal eine Kelle. So, den haben wir zum Glück geblockt. Das war wichtig. So, und dann kommt unser K.O.-Schlag. So sieht's aus. So muss es laufen. Reno hat's auf jeden Fall gerissen. Ich glaube, das ist relativ gut gelaufen. So viele Schläge haben wir natürlich wieder mal nicht eingesteckt. Klar, ein paar waren 30 zu 7. Gut, okay. So, dann würde ich sagen, zwischen wir gleich mal in den nächsten Kampf. Checken hier erstmal Wolverine ab. Ich weiß natürlich noch nicht, mit wem ich hier agieren soll. Aber ich würde sagen, wir probieren es einfach mal mit Iron Fist aus und gucken, was so geht. Klar, wir müssen wissen, Wolverine ist relativ schnell unterwegs. Von daher müssen wir mal gucken. Müssten eventuell ein bisschen mehr blocken als gedacht. Aber ansonsten denke ich, haben wir hier vielleicht gute Karten. Ich hoffe es jedenfalls.
Alter, warum wird der wieder gesund? Das gibt's da ja nicht. Hallo? Nein, jetzt kriegen wir auch noch sein Special ab, Alter. Das sieht richtig mies aus. Müssen wir mal gucken, was hier so geht. So, K.O., sehr schön. Am Ende hat es gereicht. Am Ende hatten wir dann doch noch Glück. Ich hatte auch Glück, dass die Special-Attacke gerade überhaupt eingeschlagen hat. Also, wie gesagt, wir waren relativ weit weg. Aber gut, okay. Am Ende hat es gereicht. Das heißt für uns natürlich, wir können uns jetzt auf den nächsten Kampf konzentrieren. Ich weiß natürlich noch nicht, mit wenig da agieren soll. Aber ich denke, uns fällt auf alle Fälle was ein. Wir checken gleich mal den Gegner ab und gucken, wen wir da am besten mit einsetzen können. Also wie gesagt, ich glaube, das wird relativ hart, weil die Iron Fist ist schon eigentlich raus. Naja, gut, okay. Ich würde sagen, wir probieren es trotzdem mal aus. Wir probieren es einfach aus, gucken, ob wir packen. Klar, das kann jetzt natürlich auch in die Hose gehen, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aus dem Grund will ich es ja einfach mal probieren, will einfach mal gucken, was hier am Ende so geht, ob wir eine Chance haben oder eventuell dann doch nicht. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Oha, da kommt es aber gleich angehört. So, dann unser Special und dann ist alles soweit schick, alles soweit cool. So, Iron Fist hat's hier packt am Ende. Hätte ich natürlich nicht für möglich gehalten, aber 19-6, ich glaube, das ist relativ okay. Daraus resultiert dann wohl auch der Sieg. So, dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Kampf, checken hier den nächsten Gegner ab. Ich würde fast sagen, da nehmen wir Gamora mit ins Boot. Ich würde fast sagen, das wäre das Sinnvollste. Klar, Colossus könnten wir auch mitnehmen, aber ich würde sagen, Gamora, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Angelegenheit, eine sinnvolle Entscheidung, denke ich, aus dem Grund. Probieren wir hier einfach aus, gucken, was Gamora hier am Ende so auf die Reihe kriegt. Erstmal kriegt sie eine Kohle vor der Mütze. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir hier nochmal ein paar Kohlen austeilen können. Oha, 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 das ist das Bittere, wenn man eben mal eine vor den Deckel kriegt, dann muss man halt erstmal hinkriegen, dass man dann irgendwie wieder blocken kann. Also wie ihr sagt, das ist immer nicht ganz so leicht, aber am Ende hat Gamora dann doch hier gerissen. Aus dem Grund haben wir den nächsten Sieg am Start, 26-5 ist, denke ich mal, auch ein relativ gutes Ergebnis. So, dann checken wir den nächsten Gegner ab, ich weiß ja nicht, wer das ist. Oh, gleich mal der Final Fight ging. Oh, okay, 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 okay. Gegen Vision. Da würde ich fast sagen, naja, das ist natürlich nicht so leicht. Plus 41. Oha, oha, oha. Das ist natürlich eine relativ heftige Sache. Wir könnten es natürlich mit Gamora nochmal ausprobieren. Ich würde sagen, das wäre eine Option. Das können wir machen. Ich denke auch, das werden wir tun. Aus dem Grund würde ich sagen, gehen wir in den Kampf und gucken einfach mal, ob wir hier am Ende was reißen können. Hätte ich den vorher gewusst, hätte ich natürlich im Vorkampf anders agiert. Aber gut, okay. Ich denke trotzdem, dass wir eventuell so ja schaffen können, hier den Sieg zu holen. Ich hoffe natürlich, bis jetzt sieht es relativ gut aus. Wir haben auf jeden Fall schon ein 14er Combo hier am Start. Von daher denke ich, ist soweit alles paletti, soweit alles schick. So, das war 25 Schläge ausgeteilt, nicht in eine steckt. Also ich denke, das war eine mega kranke Sache. Das war auf jeden Fall ein mega fetter Fight. 25-0. Ich muss, also ich glaube, ich brauche hier nichts zu sagen. Den Sieg haben wir. Den Sieg haben wir. Die ersten 48% haben wir hier erkundet. Das ist natürlich auch nice. Da würde ich sagen, werden wir jetzt zu guter Letzt auf jeden Fall nochmal ein paar Kristalle öffnen. Ich weiß ja nicht, was haben wir hier überhaupt für welche. So, okay, das nehmen wir natürlich erstmal mit den Booster. Alles klar, was haben wir dann, was haben wir dann? Zurück zu den Kristallen, würde ich sagen. Dann öffnen wir hier den 2-Sterne-Kristall. Checken hier auf jeden Fall mal ab, was hier so geht, ob wir hier eventuell neuen Charakter bekommen oder nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich, Alter, den hätte ich natürlich gerne gehabt. Aber gut, okay, am Ende hatten wir
Oh, eine neue Scarlet Witch, eine 2-Sterne Scarlet Witch, das ist natürlich nice, können wir gut gebrauchen. So, jetzt holen, was wollen wir hier? Ein kleiner Energieschub, Upgrade des Kollektors. So, das wollen wir uns erstmal nicht holen, macht mal kurz die Augen zu. Das ist nämlich so ein Spezialangebot. Da würde ich sagen, schließen wir das erstmal. Sind dann damit nicht vergessen, diese Zeit, liebe ganze Angel, du kannst dich auf die Startseite wiederfinden. Okay, wissen wir Bescheid. Gehen wir erstmal raus, checken natürlich die nächsten Kristalle erstmal ab und gucken, was hier noch am Ende so geht. Hier haben wir gleich mal Dreieck. Würde sagen, die öffnen wir so, holen uns hier erstmal die Belohnung. Können den natürlich nochmal einsammeln, den Gratis-Kristall. Haben wir noch weitere? Weiß ich gar nicht. Doch, ihn haben wir noch. Kristall des Tages. So, dann öffnen wir den natürlich auch nochmal. Was kriegen wir da? Naja, gut, okay, das wandeln wir natürlich erstmal wieder um. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück zu den Kristallen. Sind damit für heute erstmal wieder durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hoffe natürlich, dass ihr im nächsten Let's Play wieder mit am Start seid. Hallo? So, dann gehen wir so auf Kämpfen, wenn wir wollten. Ich weiß es aber nicht. Ich will eigentlich nicht mehr kämpfen. Ich würde sagen, im nächsten Let's Play sehen wir uns wieder. Also, wenn ihr wieder mal mit am Start seid, darauf kommt es natürlich an. Von daher würde ich mich erstmal wieder verabschieden. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.